Hallöchen, da bin ich wieder. Ich wollte euch heute alle meine Mood-Tracker zeigen, die ich bis jetzt gemacht habe. Und zwar habe ich damit angefangen in meinem Volume 4. Also Mood-Tracker mache ich seit 2018, wie man sieht. Und ich habe alle meine Journal hier um mich rum verteilt und werde mit euch die Mood-Tracker einmal angucken. So. So, das waren einmal hier diese Blümchen. Hier waren es diese Pilzstängel. Ganz interessant, wie sich der Stil so verändert hat. Das fand ich immer noch schön. Das war richtig viel Arbeit, aber da habe ich dann immer die Gegenstände in den Fenstern angemalt, passend zur Stimmung. Hier waren es die Bilderrahmen, eine Sonnenblume, Traubenhyazinthe. Im April waren es Narzissen, passend zu Ostern. Hier war es ein Sukkulententopf. Kleine Blümchen. Hier waren es die Blätter. So, das war alle Moodtracker im Volume 4. Kommen wir zu Volume 5. Einmal hier, das ist eine Wicke. Dann haben wir hier einmal die Blüte von einer Dahlie, die ich gemalt habe. Hiermit, es müssen Rotbäckchen sein. Blätter vom Essigbaum. Ja. Schön, ein kleineres Format, aber immer noch schön. Das war Volume 5. Dann kommt Volume 6. Passend zu Weihnachten. Da haben wir immer entweder die Farbe für die Beeren gehabt oder die Farbe für die Blätter. Januar waren es die Fantasieblümchen hier. Februar waren es die Bücher. März war es das Bäumchen. Da habe ich dann hier aus einer Zeitschrift den Korb ausgeschnitten und dann den Baum da reingemalt. Dann hier einmal ein Strauß mit Blumen, die halt alle für den Frühling sind, also Narzissen, Tulpen. Ja, wieder passend zu Ostern. Hier waren es die Glühbirnchen in verschiedenen Farben. Ja, das war Volume 6. Haben jetzt bis jetzt noch kein Journal doppelt. Das hier ist Volume 7. Da habe ich hier mit einem, also habe ich einen kleinen Knopf auf einen großen Knopf drauf geklebt und da kann ich jetzt mit dem Bändchen zumachen. Da ist nur ein Monat drin. Der passt auch nicht auf 64 Seiten. Und da war es die Pflanze Ehrenpreis. Ein ganz kleiner Mood-Tracker, aber ist ja egal. Ja, da ist nur ein Monat drin. Ja. Jo. So.
Wir müssen immer Volume 8 holen. Das ist das hier. Das habe ich mal. Das ist ein schöner Leuchtturm wieder. Ich habe das meist benutzte Buch ist der Leuchtturm 1917, glaube ich, ist das ja. Der klassische, den man zum Bullet Journal benutzt. Und den habe ich zweimal in Schwarz, einmal in Grün und einmal in Gelb. Das ist das, was ich am meisten benutzt habe bis jetzt. So. Waren es einmal hier die schönen Blätter. Dann haben wir hier ein Agapanthus. Dann haben wir hier Eukalyptus. Hier habe ich ganz viele Reagenzgläschen mit Blümchen. Je nachdem haben dann die Blümchen andere Farben bekommen. Da habe ich den Schrank gemalt. Hat auch Ewigkeiten gedauert, aber egal. Dann hier waren es die Kugeln am Weihnachtsbaum, die ich ausgemalt habe. Ja. Das war's mit Volume 8. Was kaum noch zugeht, so fett wie das ist. Wo legen wir das denn mal hin? Gar keinen Platz mehr. So. Volume 9. Sein M. Geht's hier in den Januar. Da waren es die Blümchen hier. Dann haben wir hier Robinienblätter. Dann haben wir hier einen Ficus lyrata, also einen Feigenficus, Geigenfeigenficus. Ich weiß, ich kenne den botanischen Namen, Ficus lyrata. Und dann haben wir hier isländischen Mona und ich habe mich für Blautöne entschieden. Ja. Die habe ich, glaube ich, mit Tombows ausgemalt. Ja. Das war's für Volume 9. Dann kommt Volume 10. Das ist ein Rodia-Notebook. Da waren es hier die Apfelblüten für den Mai. Und dann haben wir hier, ich meine, das sind Ranunkel. Ja. Dann haben wir Mohn hatte ich, großen Klatschmohn, Papaveroeas müsste es sein. Genau. Den August gab es eine Monstera. Für den September gab es Pilze. Und für den Oktober gab es dieses Kränzchen. Das war's mit Volume 10. Da kommt jetzt Volume 11. Da sind nur zwei Monate reingekommen. Einmal November. Da haben wir hier die Pfingstrosen, die ich da genommen habe. Warum auch immer im November Pfingstrosen, aber egal. Und im Dezember gab es hier ganz viele kleine Weihnachtssternchen. Genau. So. So, dann geht es einmal an Volume 12, in den Januar von diesem Jahr. Da war es diese kleine Mood Tracker. Dann für den Februar
waren es diese Blätter für den März. Diese hier, auch wieder mit Tombows gemalt. Dann haben wir hier Wollknäule. Da habe ich gestrickt ganz viel in dem Monat. Da habe ich die Decke für meine Tochter gestrickt, die jetzt übrigens endlich da ist. Sie hat sich auf sich warten lassen, aber sie ist da. So, dann haben wir hier Kleeblätter. Und kleine Bäumchen hier einmal hier unten. So, das war Volume 12. Und jetzt kommt das, was ich als letztes abgeschlossen habe, Volume 13. Da sind jetzt 4 Monate drin. Komisch, einmal habe ich nur 2 Monate für so ein Buch gebraucht und jetzt habe ich 4. Ja, aber ich war auch zu Hause, da gab es da nicht viel zu erzählen. Hier sind diese kleinen Blümchen. Hier war es der Koffer im August. Dann haben wir hier einmal Briefumschläge. Den fand ich auch echt schön, den Mo-Tracker. Und hier waren es die Eicheln und Kastanien. Die habe ich ja mit euch zusammen gezeichnet und jetzt seht ihr die hier mal ausgefüllt. Ist ganz hübsch geworden, finde ich. So, der aktuellste, den kennt ihr auch. Das sind die Häuser in meinem neuen Journal. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!